So, ich bin jetzt gleich da und ich frage mich, was mich erwarten wird. Soweit ich das jetzt im Kopf habe, ist hier aber auch etwas sehr Starkes, wovor ich Angst habe. Denn diese Schüsseln hier sind nicht nur... Oh, oh! Eine so stabile Achse könnte mit heutiger Technologie nicht hergestellt werden. Vielleicht wird sie dir für irgendetwas nützlich sein. Krass! Hier kann man, wenn man die Dinger untersucht, dann findet man was. Oh. Antike Schraube. Hatten wir, glaube ich, schon. Das Ding ist, einer der Viecher hier lebt. Oh ja. Oh oh. Nächster Tod incoming, Leute. Echt nicht. Siehst du mich? Oh oh. Okay, pass auf. Oh, fuck. Alter, wir ziehen ihm gar nichts ab. Halt null. Nullinger. Nee. Okay, wisst ihr was? Wir müssen wir da durch, um zum Schrein zu kommen. Wir können doch sicherlich auch irgendwie anders außenrum gehen. So. Du ignorierst mich mal. Bitte kurz! Oh. Ich will nicht sterben. Mami. Okay, warte. Hier hoch. Das müsste doch gehen. Genau. Bitte erwach du nicht auch. Nein, ist das dein Ernst? Oh. Ich will doch nur zum Schreien, Mann. So. Oh, ne. Wand, die sieht zersprengbar aus. Okay, rein da. Ich dachte, es kommt jetzt halt erst wieder eine riesige Animation, aber nee. Wenn du mehrere Zutaten desselben Typs auf einmal verwendest, bleibt der Effekt der gleiche, aber das Gericht füllt mir Herzen auf. Okay, danke. Das ist ein sinnvoller Tipp. Okay, der nächste Schrein. Nice. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Yabashif. Im Namen der Göttin Hylia sollst du geprüft werden. Zerstörungskraft. Yabashif-Schrein. Oder Bashif? Ich denke Bashif. Bashif! Okay, dann werden wir mal versuchen, diesen Schrein hier zu schaffen. Shika-Stein erkannt. Datenübertragung beginnt. So, wir laden uns ein neues Zeug runter. Ich weiß gar nicht genau, wie das jetzt heißt im Deutschen. Rune? Ich glaube. Bin mir nicht sicher. Modul. Bombenmodul. Oh, gleich zwei. Die Explosionen fügen Feinden Schaden zu und zerstören Objekte. Verwende je nach Bedarf runde oder eckige Bomben. Ein neues Modul wurde aktiviert. Okay, wir haben zwei Bombenformen. Okay. Das heißt, so können wir die wechseln. Das habe ich verstanden. Ich wähle gleich mal dich hier. Und dann muss ich dich so einsetzen, ne? Ich werfe dich gegen eine Wand und... Zündung! Nice! Gut, wir haben das absolut übelst schwere Rätsel gelöst. Dann geht's da weiter und hier weiter. Oh, ich habe gerade irgendwie einen leichten Schluck auf, glaube ich. Ich Idiot. Da will ich noch nicht lang, ich will erst wissen, was hier ist. Erinnert mich gerade irgendwie an Tomb. Man kann Pfeil auch ablegen, ja? So. Bam. Oh, das ist ja die geheime Kiste. Reisezweihänder. 10 Schaden. Sehr beliebt bei Abenteurern aus ganz Hyrule. Mit dieser schweren Waffe kann man Monstern ihren Schild aus der Hand schlagen. Nice. Wisst ihr, was ich erstmal ausruhen? Ausre. Verdammt. Auswählen werde.
Oh, aber das. Warte, wenn da zwei Hände ist, dann können wir nicht gleichzeitig hier blocken, ne? Ups. Das ist natürlich ein Nachteil. Wobei, in Skyrim spiele ich auch einen Zweihänder. So. Rune auswählen. Hier hinpflanzen. Wegrennen, Zündung! Nice! So, hier hochjumpen. Was höre ich da? Kann ich nicht zuordnen. Es klingt, als wenn ich es eigentlich wissen müsste. Wenn ihr versteht, was ich meine. Oh, was macht ihr? Ihr werft so Zeug hin und her. Nein! Nein! Oh. Okay. Und was genau kann ich damit jetzt tun? Hä? Nein! Okay, man kann nicht gleichzeitig rennen. Gut, das zu wissen. Muss ich das jetzt hier ablegen oder muss ich da selber mit rüber? Muss ich da eine Bombe rüberwerfen? Nee, okay. Öffnen. Und hier haben wir. Oh, Bernstein. Versteinertes Baumharz, das in Hyrule gefunden werden kann. Es besitzt einen geheimnisvollen gelb-roten Schein und wird traditionell zu Schmuck verarbeitet. Okay. Oh. Ah, an den Wänden kann man nicht klettern. Verdammt. Okay, darüber müssen wir. Darüber müssen wir. Okay, dann ist das ja einfach. Das heißt, wir müssen hier jetzt einfach eine Bombe rein. Ah, genau. Schon gleich vorbereiten. Geht das auch? Nee, ich glaube nicht. Wir zerstören dann wenig den Schrein. Nicht. Warum auch immer das nicht geht. Das wäre lustig, wenn es gänge. Aber nein. So. Und. Ah, genau, ich muss es noch zünden. Nice. Aber es. Ja, doch, das sollten wir jetzt schaffen. Was mit der Plattform da oben auf sich hat, weiß ich echt nicht. Keine Ahnung. Dann. Ach, eigentlich können wir es auch so machen. Und Zündung! So. Hätte man den Schrein geschafft? Nice. Die dauern echt nicht lange an und für sich. Wenn das so bleibt, dann cool. Gibt 120 Stück übrigens. Jede eine Folge, dann wisst ihr, wo es hingeht. Du hast meine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Im Namen der Göttin Hylia verleihe ich dir ein Zeichen der Bewährung. Yay! Und oben rechts sehen wir haben schon zwei davon. Und wir werden wieder geheilt. Hiermit ist mein Dienst erfüllt. Möge die Göttin Hylia dir beistehen. Wow. Minustemperatur. Aha. Oh, verdammt. Wir müssen ja in die Berge und da sind Minustemperaturen, Leute. Oh, auf der anderen Seite. Oh yeah. So, jetzt haben wir hier eine. Du warst der, der lebt, ne? Nein, du. Fuck, 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 hau ab. Oh. Geh doch weg, Link! Hat nicht das gemacht, was ich wollte. Ah, okay, ich kann sie noch nicht aufladen wieder. Ich glaube irgendwie, ich komme so nicht weiter.
Auch wenn ich es gern würde. Entweder muss ich genauer zielen oder... Ich glaube, so komme ich echt nicht weiter, nee. Das heißt, ich gehe mal lieber hier weg aus der Gegend. Wenn ihr da... Wow. Wenn ihr da mehr wisst, dann sagt ihr mir gerne Bescheid. Was? Nein, dann sagt mir gerne Bescheid. Hilfe ist gefragt. Ich will nämlich ungern drauf gehen. Ich meine, ja, das, die Bestrafung ist jetzt nicht so hart, wenn man drauf geht. Aber muss ja nicht, ne?